Ich bin Larissa Krüning, bin 25 Jahre alt und mache meine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. Ganz besonders an der Ausbildung gefällt mir, dass es so vielseitig ist. Man hat viele Fachbereiche, in denen man sich ausprobieren kann. Jugendamt, Sozialwesen, Veterinärwesen, Bauamt. Überall gibt es die Möglichkeit, mal reinzuschnuppern. Ich bin selbst bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv und finde es daher sehr interessant, mit unserer Kreisbrandinspektorin, der Tanja Dittmar, auch mal an eine Schule zu fahren, eine Gefahrenverhütungsschau durchzuführen und das Ganze einfach wirklich mal aktiv mitzuerleben. Meine kleine Tochter wird jetzt bald eingeschult und da ist es mir natürlich besonders wichtig, dass die Schulen auch sicher sind, dass im Brandfall einfach die Fluchtwege da sind. Wir sind viele Auszubildende, in meinem Lehrjahr sind wir insgesamt 9. Und ich finde es einfach auch wichtig, dass man sich untereinander versteht, dass man sich gegenseitig hilft. Und genau das ist hier der Fall. Also Kollegialität und Team wird hier extrem groß geschrieben. Meine Ausbildung habe ich in Vollzeit angefangen und habe dann das Angebot bekommen, meine Ausbildung in Teilzeit fertig zu machen, was ich natürlich gern angenommen habe, weil ich so einfach viel mehr Zeit für meine Tochter habe, viel mehr Zeit für meine Familie und das mit dem Lernen auch nicht ganz so schwer ist. Mir ist das Ehrenamt sehr wichtig. Ich selbst engagiere mich in der Freiwilligen Feuerwehr, beim Roten Kreuz und in der Rettungshundestaffel, einfach um die Sicherheit im Landkreis aufrechtzuerhalten, damit auch jemand kommt, wenn es brennt oder damit auch gesucht wird, wenn jemand verschwunden ist.